Walter Sittler, am Ende eines langen Tages, fast 2 Stunden lang Lesung, Podiumsgespräch, Publikumsgespräch. Was bedeuten Ihnen diese Begegnungen mit dem Publikum? Also als Theaterschauspieler habe ich das Publikum sehr gern. Ich bin sehr interessiert, was die Leute sagen. Und so ein Abend in einer so guten Buchhandlung, mit einer so gut besuchten Veranstaltung, mit einem Thema, was mir und auch dem Gerd Leipold, der mit mir hier sitzt, am Herzen liegt, das ist inspirierend. Vor allen Dingen die Aufmerksamkeit der Leute und so viel Zeit für Fragen war nicht, aber die Fragen waren sehr gut. Und das ist inspirierend, ja, das ist es. Gerd Leipold, man sagt, nachdem man den letzten Satz geschrieben hat als Autor, hat man keinen Einfluss mehr auf sein Buch. Wie hat sich Ihr Buch entwickelt, nachdem Sie es verabschiedet haben? Es ist eine wirklich tolle Erfahrung auch zu lesen, in direkten Kontakt mit dem Publikum zu kommen und nicht nur über die Medien, wie ich das ja auch gewohnt bin. Und was auch dieser Abend wieder gezeigt hat, ist, dass eine Sache, die wir uns vorgenommen haben, über ein ernstes Thema zu reden, aber das auf unterhaltsame Art, dass uns das, glaube ich, ganz gut gelungen ist, dass man ein wichtiges, sehr, sehr ernstes Thema, dass es trotzdem bedeutet, dass man nicht immer mit einer Leichenbittermine herumlaufen muss, sondern auch lachen kann, dass man viele Aspekte sehen kann und ein Vergnügen dabei haben kann, sich damit zu beschäftigen. Darum ging es uns, ein Vergnügen an der Demokratie zu wecken.